Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von World of Warcraft. Ja, wir sind jetzt bei Westfall angelangt. Ich bin da offscreen hingelaufen. Des Weiteren sei erwähnt, dass wir, weil Braufest ist, auch mit dem Braufest wieder rumlaufen werden jetzt erstmal. Die Quest werde ich am Braufest nicht machen. Verzeiht mir, da war der Ventilator noch an. Den müsste ich mir ausmachen. Ja, der war nur kurz an, weil ich halt Dio benutzt habe und ich mag das halt nicht, wenn der ganze Duft an mir in die Fresse steigt. Naja, gut. Ja. Gut, Leutnant Horatio Ley. Wie gesagt, das Braufest werde ich nicht machen, weil, ja, ich brauche davon ja nichts mehr. Ich meine, ich hab den wieder. Okay. Der Mordfall war der Fall, den sie mir gaben. So sieht es aus, Mädchen. Wir haben es mit einem ausgewachsenen Mordfall zu tun. Doppelter Homizid. Einfacher Pferdizid. Weil zwei Menschen tot sind, ist es ein Homizid. Und weil es ein Pferd tot ist, ist es ein Pferdizid. Okay. Aber was noch schlimmer ist, wir befinden uns hier in Westfall. Hier kam man mit einem einzigen Steinwurf haufenweise Landstreicher erwischen, die ein Motiv gehabt hätten, die Leute und das Pferd um die Ecke zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wer es war, und ich bin ganz bestimmt nicht gerne hier in diesem Loch, um den Tod von ein paar Landbesetzern aufzuklären, aber ich möchte verdammt sein, wenn ich den Täter nicht dingfest machen kann. Ihr wollt helfen? Dann sprecht mit den Landstreichern, die Vagabunden kriegen alles mit. Ja. Die kriegen eigentlich alles mit. Und für eine Kupfermütze. Habt ihr gesehen, wer die Braufels getötet hat? Vielleicht lockern ein paar Kupfermünzen eure Zunge. Sagt mir jetzt, habt ihr gesehen, wer die Bauernwirbels getötet hat? Zwei so. Ihr könnt mich nicht kaufen. Stirbt. Eigentlich klappt das ja immer. Na gut. Diesmal nicht. Und Schmutz werfen. Ah, hätte ich unterbrechen sollen, okay. Dafür, dass es hier nur so Landstreicher sind oder Obdachlose, sind die recht stark. Okay, und die Gassenkinder klauen schon alles. Okay. Wieder Münzen. Hör zu, meine Dame, ich möchte keinen Ärger, verstanden? Ich habe nicht gesehen, wer sie ermordet hat, doch ganz sicher gehört. Es war ein Riesengeschrei. Habt ihr menschliche Stimmen darunter ausgemacht? Jetzt verschwindet, bevor ich es mir anders überlege. Euch zusammenzuschlagen und eure Schuhe mitzunehmen. Ja. Kannst du uns weiterhelfen? Ich habe nicht gesehen, wer sie getötet hat, meine Dame. Doch ich habe eine Ahnung. Haben nach Geld gerochen, ein bisschen so wie ihr. So eine Schande auch. Die Bauernwirbels waren angesehen und beliebt hier. Nette Leute, immer herzlich und gastfreundlich. Ist gerade noch jemand anderes am Werk, oder? Oder wissen wir, warum kommen die ganzen Gespräche? Wer hat die Bauernwirbels getötet? Ich werde es euch sagen, wer die Bauernwirbels getötet hat. König Varian Würn war es. Der ist schon lange tot. Und er wird uns Übrige ebenfalls töten. Einen nach dem anderen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, dass ich ein paar Stunden, bevor die Polizei eintraf, ein paar Knolle verschwinden sah. Verschwindet von meinem Land. Unter uns? Murlocs haben die Bauernwirbels getötet. Ja, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Seit Tagen hatten sie die Gegend beobachtet. Vielleicht auch schon seit Wochen. Als sie die Spurensicherung und die dümmliche Brigade dort drüben witterten, hatten sie es sehr eilig. Alles klar, Murlocs oder Knolle? Wer kann das bloß gewesen sein? Knolle und Murlocs? Reiner Pferdemist, junge Dame. Das waren keine Knolle oder Murlocs. Ich habe gesehen, was Knolle und Murlocs mit ihren Opfern machen. Und so sieht das nicht aus. Zu hübsch, zu perfekt. Außerdem haben die Bauernwirbels 5 Jahre lang auf diesem Gehöft gehockt. Nein, wer auch immer sie umgebracht hat, hat einen anderen Grund. Das hier ist Mord. Ganz einfach. Und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Werden wir.
auf heißer Spur der Flussfurten getan. Da wir keine anderen Anhaltspunkte haben, können wir genauso gut auch den Informationen nachgehen, die ihr erhalten habt. Es gibt einige Lager der Flussfurtenknolle hier in der Nähe. Macht sie ausfindig und sucht nach Hinweisen. Bringt mir, was ihr finden könnt. Beschränkt eure Suche auf die Knolle und die Speer der Flussfurten. Egal, wie sinnlos ich diese Sache halte. Wir müssen alle unseren Anhaltspunkten auf den Grund gehen. Ich möchte, dass ihr euch hinaus zur endlosen Küste im Westen begebt und den Murlocs dort ein wenig einheizt. Versucht, einen Hinweis oder Informationen aufzuspüren, die etwas Licht in diesen Mord verbringen können. Kehrt zu mir zurück, falls ihr erfolgt habt. Das werden wir. Ich wollte noch gucken, wie viele Kapitel... Oh, es gibt hier nur 3 Kapitel. Eieiei, mal gucken. Ob diese wenigstens etwas länger sind. Der Pinguin, sehr gut. Okay, der Pinguin. Ist das nicht ein Gegner von Batman? Batman und Robin. Der Batman. Ich glaube, das war irgend so ein Typ mit einem indischen Pass. Der hieß auch Batman. Wie ein Superman. Naja, gut. Erstmal die Knolle hier töten, um Hinweise zu bekommen. Und wenn es keine gäbe, hätten, würden wir ewig töten. Weil wir müssen einfach so lange suchen, bis es einen Hinweis gibt. Rotten wir halt alle Knolle aus, auch wenn sie damit nichts zu tun hätten. Aber wer weiß, wer weiß. Wir machen das, was die Quest von uns verlangt, und alles andere ist nicht unser Ding. Okay. Ja, und mit Level 40 müssen wir nochmal zurück nach Sturmwind. Schnelles Reiten lernen. Weil, wer will schon mit 60% reiten, wenn er mit 100% reiten kann? Jetzt habe ich... Na, egal. Ist egal. Komm schon, ihr müsst doch irgendwie einen Hinweis haben. Und irgendwie gefallen mir die Farben nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas mit meinem Monitor anders. Seitdem ist dieses Update für... die 1080 gab. Grafikkarte. Ah, wir haben einen Hinweis gefunden. Aber das haben wir hier nicht. Okay. Aber steht hier was dabei? Zerlumpte Fetzen und Stücke roten Stoffes. Okay. Klingt ja so ein bisschen verdächtig schon mal. Und ja. Die Staffeln sind so in Folge, folgendermaßen sind die eingeteilt. Ah, schon wieder ein Rare. Fängt ja gut an. Oder geht ja gut weiter. Oh, jetzt habe ich auch noch. Den wollte ich doch gar nicht. Was ich eigentlich sagen wollte ist... Moment, sorry. Dass ich die Staffeln so einteile, dass die erste Staffel aus Classic-Gebieten besteht. Die zweite aus TBC und WOTLK, also The Burning Crusade und Wrath of the Lich King. Die dritte Staffel besteht dann aus Cataclysm-Gebiete, also die Katagebiete Mist of Pandaria. Dann kommt die vierte Staffel mit Warlords of Trano und Legion und die fünfte Staffel wird dann Battle for Azeroth sein. Und die sechste dann das nächste Addon. Und so weiter und so fort. In der aktuellsten Staffel wird es dann auch immer Endgame-Content geben, wenn wir mal dann im Endgame sind. Zumindest zeige ich dann den LFR und so ein Zeug. Ob ich dann noch Normal Raids zeige, weiß ich nicht. Oder HC Raids. Müsste man dann mal sehen. Haben wir schon die? Nö, haben wir nicht. Keine Hinweise, keine Hinweise. Hast du einen Hinweis für uns? Vielleicht hat er einen.
Ich meine, das ist ein Räuber. Ich meine, ich kann mir schon denken, wer die getötet hat. Ihr vielleicht auch? Gibt es hier noch mehr Räuber? Ja, gibt es. Oder Küstenläufer zählen auch? Okay. Wir werden noch... Wie heißt es nochmal, die ganzen Dungeons nachholen, wenn wir maximal Level sind? Spätestens dann. Ah, wir haben noch eine Quest bekommen. Ah, Captain Santas Schatz, auf das habe ich gewartet. Wenn er das hier lesen tut, dann heißt das, dass der alte Captain Santas in den Fluten begraben ist. Also tut mein Schatz jetzt euch gehören. Ihr braucht bloß den Hinweisen folgen. Erst müsst ihr mal meine Schließkassette finden. Wahrscheinlich ist die jetzt da an der Westküste von Westfall in der Nähe von dem Schiffwrack. Schon halb im Sand verschwunden. Gibt's da an der Küste massig Schiffwracks, aber bloß einen rostigen Anker. Wenn ihr den Anker finden tut, dann habt ihr euch auch meine Schließkassette gefunden. Da müsst ihr reingucken. Denn da steht der nächste Hinweis drin. Okay, der kann sehr gut Deutsch. Aber wir machen jetzt die Schließkassette und dann machen wir den Rest. Weil hat halt nichts mit der Story zu tun, soweit ich weiß. Spurensicherung, die Schatten der Gründer und die Bruderschaft der Defiers kehrt zurück. Also nein, es hat nichts damit zu tun, also können wir die erstmal machen. Und dann machen wir den Rest. Vielleicht bringt uns das auch schon Level 40. Ich wage es zu bezweifeln, man kann ja nie wissen. Und solange versuchen wir den Murlocs aus dem Weg zu gehen, was ja nicht sehr gut klappt. Nicht wirklich, nee. Lasst mich mal Ruhe, ihr Murlocs, ihr kleinen Hosenscheiße. Ja klar, kommt doch noch mehr. Ist mir doch egal, wenn er zu 100 auf mich drauf geht. Schlagt mich doch. Macht doch, was ihr wollt. Nee, nee, nee. Bla bla bla. Okay. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Einfach den Weg weiter folgen, man muss nicht immer auf die Karte gucken. Kann man ja dann eigentlich nicht übersehen. Wird ja auch auf dem Menü-App gezeigt. Was haben wir denn hier? Noch mehr Murlocs. Sollte dem besser aus dem Weg gehen. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich bin doch einfach eine unschuldige Magierin. Mir wollt ihr nichts zu tun haben. Gibt viel Schlimmere als mich. Nee, nee, nee. Immer diese Murlocs hier. Oh, das... Nee, ist kein Rare. Ich dachte schon, das wäre ein Rare. Aber nee. Dieser ist keiner. Und hier ist das Wrack. Da müssen wir uns aber durchkämpfen. Leider ja. Leider gibt es da keinen Weg dran vorbei. Außer der Tod für die Murlocs. Und jetzt war ich stark verletzt. Ich bin so stark verletzt. Das muss trotzdem sein. Die hauen aber auch gut rein, ey.